So, 3, 2, 1, willkommen zurück zu Workers and Resources, Runde 3, Folge 3. Und unter den letzten Videos hatte ich so einige Tipps bekommen, wie ich zum Beispiel durch den Export wesentlich mehr verdienen würde, als wenn ich nur, wie heißt es, Pflanzen exportiere. Das Problem ist, dass ich eigentlich auf verarbeitende Industrie aktuell verzichten wollte und ich deshalb nur Rohstoffe ausliefern will. Wie weit sind die Felder jetzt? Die wachsen alle noch. Gut, Fahrzeuge zum Ausliefern hatten wir ja jeweils zwei schon dran gehängt. Habe ich zufällig eine kleine Stadt hier in der Nähe? Wenn ich zumindest Nahrungsmittel produziere. Denn meine Bevölkerung, oh, die ist eigentlich noch recht zufrieden. Nahrungsmittelproduktion. Okay, wir verarbeiten jetzt doch unsere Pflanzen. Schauen wir mal, reicht der Platz hier? Moment, wo geht die Straße eigentlich lang? Da oben wird ausgeliefert. Hier wäre Platz für sogar ein paar Häuser. Habe ich ja aber auch wieder Straßentransport. Wir machen hier mal noch eine Nahrungsmittelreihe hin. Dann fangen wir mal an. Da, Nahrungsmittel. Essen. Fleisch, Brennerei. Brauchen wir Strom. Maximale Arbeiter. Anzahl der Arbeiter. Kneipe, Viehzucht. 5 Tonnen pro Tag. Wie schnell vergeht die Zeit? Schlachthof. Müsste hier wirklich komplett kommen. Wir produzieren erstmal nur Nahrung. Auch wenn wir da schrecklich viele Leute brauchen. Da, Nahrung. Geht alles rein. Machen wir so. Dann gehen wir direkt vom Kornspeicher ran. Machen wir hier auch einen Kornspeicher. Speicher. Kriegen wir das so vielleicht? Und dann machen wir noch einen hier unten ran. So. Bauernhöfe. Brauche ich eigentlich nicht
Scheiße. Nicht so viele. Ah, jetzt denken wir einfach mal ein bisschen größer. Nein, Scheißdreck. Das ist dumm, was ich gerade mache. Das ist mega dumm. Ich mach mal nur zwei ran. Da, da, da. Bauernhof. So. Und hier hinten Straßenladungsstation. Hoffentlich passt das so. Warenhaus. So. Ich glaube, ich verplane mich gerade komplett. Das anschließen, das anschließen. So. Zurück. Machen wir Asphaltstraßen. Na? So. Da ist zwar ein Zuschauer, der baut das wesentlich hübscher oder effizienter. Gut. Problem, wir brauchen für dieses Gebäude Arbeiter. Dann wie viel maximal 170? Mein Lieblingsplattenbau. So, zurück, nochmal eine Asphaltstraße, hier dran, will nicht, na gut, eine Straße reicht auch, dann Fußweg, oh Gott, machen wir hier so vor. Über die Straßen. Verbinden wir. Gehen wir so rüber. Anschluss, 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 Anschluss. Da, 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 da. So, die können hier jetzt schön hier reingehen. Hier hinten ist auch noch ein Fußgängerweg. Hätten wir sonst noch was? So.
Wenn es sein muss. Jetzt brauchen wir natürlich Felder. Da haben wir jetzt gerade nicht so viel im Angebot hier, was große Fläche betrifft. Scheiße. Warum baue ich das auch am Ende der Welt? Okay, das sieht doch schon mal gut aus. Moment, kriege ich ein großes hin? Nee. Kriege ich hier ein großes hin? Terraforming mache ich ja eher selten, von daher basteln wir uns das zurecht. Na, komm, zack. Eins, kriegen wir noch eins, ein kleines hin, so. Schön. Straße. Gut, machen wir. Lehmstraße würde reichen für Traktoren. Aber wir nehmen da doch wenigstens Kies. Noch haben wir ja genug Geld. So. Und dann brauchen wir ja wieder ein paar Fahrzeuge. Ach, scheiße, komm. Wir nehmen wieder 4-4. Noch haben wir Geld. So, dann. Hier können wir eine Leitung runterziehen. Mittelspannungsleitung. Moment, wir machen erstmal einen Umspanner. Da. Ich hoffe, ich kriege über die Fabrikverbindung eine Leitung. Jawohl. Gerade gesehen, hier war doch noch eine Straße anzuschließen. So. Mittelspannungsleitung. So, jetzt sollte hier erstmal Strom sein. Hier gibt es Leute, die da arbeiten. Pflanzen gibt es noch keine, egal. Ich importiere auch noch nichts. Dann muss ich hier nach den Scheißbedürfnissen schauen. Sättigung geht ja noch. Bam, 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 bam. Okay, kleine Felder. So.
Zack. Machen wir noch mal ein paar Kieswege dran. Da. Kies. Hier Kies, da Kies. So. Dann brauchen wir auch Fahrzeuge. So, das ist in Ordnung. Ba. Scheiße! Ich habe das Lagerhaus gebaut. Oh Mann. Okay. Nicht aufgepasst. Hier muss doch noch ein Abtransport ran. Straßenverladestation. Die kriege ich mit Sicherheit hier nicht drüber, oder? So funktioniert das nicht. Okay, Moment. Das ist eine Ringstraße, also können wir hier ohne Probleme wegmachen. Benötigt flaches Gelände. Gut, dann ebnen. So, ich würde sagen. Eingeebnet. So. Passt. Zack. Verbindung steht. Straße. Schon eine harte Kante. So. Dann können wir das wegmachen. Mist. Mittelspannungsleitung. So. Da. Wirtschaft und Handel. Import. Für 7000. Export. Noch nichts. Da. Hier sind ja noch keine Pflanzen da. Ich kann trotzdem schon mal einen LKW mir kaufen. Essen. Soll nachher von hier zur Grenze fahren.
Einer reicht erstmal. Der kann meinetwegen jetzt schon losfahren. Ich spiele ja ohne Sprit, von daher sollte mich das ja kein Geld kosten. Kies. Das sieht doch hier nach Kies und so aus. Ach, Kies. Kies will ich aber echt nicht auf der Straße transportieren. Aber warum nicht? Mal ganz kurz schauen. Kiesgruben. Ob ich das vom Platz hinbekomme. Kies. Arbeiter brauche ich normal nicht, weil Fahrzeuge fahren. Gut, ich beende erstmal die Folge. Tschüss, ciao, bye bye. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.